3 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben einen Arbeitsvertrag mit Verfallsdatum. Er ist befristet. Über die Hälfte davon sachgrundlos. Das heißt, der Arbeitgeber muss noch nicht mal einen Grund dafür angeben, wie zum Beispiel Elternzeit oder Krankheitsvertretung. Und für die Beschäftigten bedeutet das bis zu 2 Jahre Probezeit. Das ist völlig inakzeptabel. So entsteht Druck und Unsicherheit. Und wie oft saßen mir als Betriebsrätin verzweifelte Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die nicht wussten, ob sie am Ende des Monats noch einen Job haben oder ob sie am Ende des Monats ihre Miete bezahlen können oder aber ob sie aufgrund von der Befristung überhaupt einen Mietvertrag bekommen. Damit muss endlich Schluss sein.